Uff, aber ich habe das neue Telekom-Netz. Geht das auch? Das kommt nicht auf den Anbieter drauf an, es kommt darauf an, was für eine Leitung du hast. Du hast ja immer Internetleitungen, die sind ja aufgeteilt im Sinne von 100.000er Leitung, 50.000er Leitung, 20.000er, 10.000er, 16.000er. Da musst du halt gucken, was du hast. Ich hätte kein Pikachu hier reinnehmen sollen. Ich brauche ein Wasser-Pokémon hier, die Dinger. Nicht so schlau. Nicht so schlau. Naja, hat ein bisschen was gebracht. Ein bisschen Steinwurf. Oh Gott. Okay, muss mal später gucken. Ruckzuckzi. Okay, ich wechsle mein Pokémon. Pokémon. Ich habe kein Wasser-Pokémon, stimmt. Aber Feuer könnte auch noch was bringen. Weil mein Feuer-Pokémon hat ja auch noch Kampfangriffe. Obwohl, Pam-Pam könnte ich eigentlich nehmen. Pam-Pam hat ja auch Kampfangriffe, das dürfte auch noch ganz gut sein. Also Kämpfe. Steinwurf. Autsch. Aber ich glaube, Nitro-Ladung dürfte ich auch wieder seinen Sinn erfüllen, oder? Ah, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Was? Bitte? Noch was, was ich bei der X wissen sollte. Die Xbox One X ist eine Konsole, die Spiele in 4K spielen kann. Das bedeutet, die Updates, die du auf der Xbox One X runterlädst, sind größer als die auf der normalen Xbox. Ich meine, dafür ist die Xbox One X natürlich viel leistungsstärker als die normale Xbox. Aber du musst halt auch wesentlich größere Updates runterladen, ne? Walzer. Scheiße. Patz! Ich hab keinen Bock mehr auf das Pokémon, ne? Weißt du was? Ich hau gleich ab. Guck mir nochmal Pam-Pam aus. Mal gucken, ob Pam-Pam da irgendwas reißen kann. Aber nicht, dass du jetzt denkst oder so, das ist nur bei der Xbox so. Bei der PlayStation ist es genauso. Die Updates sind auf der PlayStation genauso groß wie auf der Xbox. Gibt es auch gute Sachen noch? Wie gute Sachen? Was meinst du mit gute Sachen? Definiere, was für dich gute Sachen sind. Also, ich finde, zum Beispiel für mich sind diese riesigen Updates kein Problem. Weder positiv oder negativ, weil für mich ist es halt einfach, lade ich mir runter, fertig. Für knapp 15 GB brauche ich da nichts. Ist abgehauen, willst du mich verarschen? Weil diese Gigabytes da sind halt für meine Leitung nicht so. Ich lade es halt einfach runter. Maximal halbe Stunde, Stunde ist eigentlich immer alles runtergeladen. Und das kannst du halt alles nebenbei machen. Du brauchst ja jetzt nicht warten oder so, bis es runtergeladen ist. Du schon wieder. Oh. Das dachte ich mir gerade, Bruder. Er sagte es und ich dachte es mir. Kämpfe gegen minderwertige Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihren Schranken zu weisen, ist irgendwo auch eine Art, ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Na klar. Poliere ich einfach mal kurz ein bisschen das Gesicht. Mit der Faust. Monozyto? Ach, das Ding schon wieder. Bam, bam! Bam, bam! Fußtritt! Maschala! Patz! Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Nani! Ein paar Fortschritte hast du wohl gemacht, aber wirklich nur ein paar. Seashore Power. Alter, was zum Teufel ist das denn? Der hat mein Pam-Pam einfach platt gemacht. Mein kleines Pam-Pam. Ja. Gaunux. Let's go. Du kannst auch mal was hier erreichen, Bruder. Raub. Let's go. Raub. Zack. Lol. Einfach weg. Alles klar, Bruder.
Ponita. Feuer-Pokémon. Ja, okay, Wasser-Pokémon. Das könnte mein Pokémon, glaube ich, one-hitten, oder? Wir kämpfen auch weiter. Ponita. Ja, Ponita. Das sieht schon ganz cool aus, ne? Diese neue Version davon sieht schon ganz cool aus. Traub. Gucken wir einfach mal. Ja, klar. Klar, Bruder. Feenbrise? Fuck. Ist das nicht ein Feuer-Pokémon? Kann sich irgendwie Glut oder sowas? Oder hat sich der Typ hier komplett geändert mit dem Design? Fuck. Ah, Mann, Pam Pam levelt jetzt nicht. Das kotzt mich an. Primova. Was war das nochmal? Keine Ahnung. Dann kämpfen wir mal weiter. Mach das Ding! Oh, sehr effektiv, Ehre. Dinge, mein Gaunux ist ja übelst stark gegen ihn. Guckt euch das an. Ist Typ Fee geworden. Okay. Natürlich. Ey, mein Gaunux hat immer nur aufs Maul bekommen. Gegen jede Art von Pokémon. Bis zu diesem Gegner hier. Mein Gaunux macht alles weg. Einfach alles. Was ist das? Mein Gaunux ist einfach so OP gegen ihn. Okay, wo war der? Ausgezeichnet, wie du mal eine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Molly, was auch immer. Ach, das Ding schon wieder. Stimmt, das hat er ja auch noch. Warum ist mein Gaunux so extrem? Mein Gaunux hat einfach jeden Schwachpunkt von den ganzen Pokémon. Felsgrab, oh Gott. Leute, das bringt ja fast gar nichts. Leute, mein Gaunux hat exakt 9 und kann exakt 69 Leben haben. Nice. Raub, let's go. In die Tasche gesteckt. Easy. Das war doch schon ziemlich einfach, ne? Sind wir mal ehrlich? Ich hab nicht damit gerechnet, dass mein Gaunux so stark gegen ihn ist. Du hast ja ein bisschen Mühe gegeben. Ja. Also dachte ich mir, dass ich dich mal, Finde ich dir ja, natürlich, natürlich. Mhm. Na schön, ich korrigiere. Ein Schwächling bist du nicht. Dafür aber ein Schwachkopf. Ehre. Zu glauben, dass du die Arena-Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Du hältst die Ligakarte von Beteris. Ich kann auch wieder den Namen aussprechen soll. Ganz komischer Name. So, jetzt habe ich aber wirklich nichts Wichtigeres zu tun. Mal sehen. Wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehen? Du hast doch schon einen. Was willst du noch mehr? Fuck. Der hat doch schon sein Handgelenk da, oder nicht? Hat er eine 24 Karat Rolex an Handgelenk gehabt? Was ist das? Ist das die Vorentwicklung vom Lapras? Gott, Alter, von nahen sieht das so hässlich aus. Von Weitem sah das richtig cool aus. Ich dachte mir, von Weitem sah das so aus, vielleicht könnte es die Vorentwicklung von einem Lapras sein oder so. Aber das Ding ist ja absolut hässlich. Was ist das denn? Genesung? Ja, moin. Alles klar, halt dich einmal hoch, Bruder. Halt dich einmal hoch, ja. Oh, na klar, bis du voll bist. Ja, Ehre. Aquawelle? Es ist ein Wasser-Pokémon. Es könnte gut sein, es zu fangen. Ich könnte es fangen, hätte ich ein Wasser-Pokémon. Ich brauche halt ein Wasser-Pokémon für den nächsten Arena, Alter. Der ist ja Feuer. Gut runtergehauen. Härter. Okay. Das ist jetzt Wasserstein? Was ist das jetzt eigentlich? Ist ja alles. Ich fang's einfach mal. So, super Ball. Bam. Bam. Ja. Ja. Irre. Schalalas? Ach, keiner, wie das Ding heißt, Alter. Aber wenn ich es jetzt mitnehme, muss ich wieder was raushauen. Also, was hau ich denn jetzt raus? Seeschnecken-Pokémon. Ah, ich weiß nicht. Nein. Eigentlich müsste ich es in mein Team packen, wegen dem nächsten Arena-Leiter, weil er Feuer-Pokémon hat. Ja, was hau ich denn raus? Hau ich den Vogel raus? Ich meine, Gaunix hat sich als ziemlich stark herausgestellt, gerade in den Kampf.
Ich könnte Voldi weghauen, aber Voldi würde ich halt schon gerne leveln. Was hat Doggo, Mann? Das hat Doggo. Aber andererseits brauche ich auch in der nächsten Zeit keine Ich glaube, das Pokémon hat keine Weiterentwicklung. Oder hat das noch eine Weiterentwicklung? Ansonsten hau ich krass ja... Scheiß drauf. Ich kann Wasser-Pokémon immer noch zum Schluss leveln. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt auf Krampf jetzt schon machen. Ich meine, es wäre schlauer, ja, ich weiß, aber ich will halt einfach nicht. Eigentlich müsste ich wirklich jetzt schon Wasser-Pokémon schnappen und leveln. Ach, ich will nicht, ich will einfach nicht. Willst du kurz zurück zum Pokémon Center gehen, meine Pokémon heilen und dann machen wir weiter. Nee. Die Musik hat manche, man hat ein paar gute Stellen, aber insgesamt ist sie ja leider immer noch nicht so gut. Nee. Ich glaube, mit Gaunux müsste ich jetzt eigentlich rumrennen, oder? Ich glaube, Gaunux wäre jetzt so das Pokémon, was ich auch in der Höhle verwenden kann, weil es hat Unlichtattacken. Und die sind anscheinend ganz schön stark. Geht diese Art von Pokémon. Deswegen tauschen wir mal Pampam so ein bisschen aus mit Gaunux. Einfach mal, gucken wir einfach mal. Leute, das ist auch noch ein Pokémon-Item, sehe ich gerade. Naja, ist doch egal, brauche ich nicht. Ist schon nichts Relevantes. Hoffentlich. Junge! Da hat Benjamin Blümchen mir aber gerade erschrocken. Hey, das ist so eine Art Zubat hier. Naja. Ach, scheiß drauf. Nein! Was kam denn da jetzt rausgeschossen? Was ist das denn? Ein Reißlaus. Fuck. Kampf, Prügler. Ja, okay. Ja, klar. Ich glaube aber, Raub müsste noch stärker sein als das hier, ne? Ja, und hier kommt es natürlich drauf an, wie oft ich angreife. Aber ich glaube, mit Raub könnte ich ihn auch so schon sehr gut Schaden zufügen. Ist er aber abgehauen oder was? The fuck? Hey, bleib mal stehen hier! Hey, ist ja da. Es haut schon wieder ab. Das andere Pokémon sieht auch cool aus. Ach, scheiß drauf. Nee, Pokéball. Du 31er. Du kleiner, dreckiger 31er. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder was? Jesus. Das Piepen am Ende war gar nicht schön. Das war gerade echt nicht schön. Kampf, Prügler. Willst du drauf einschlagen? Batz. Nochmal. Bringt nicht viel. Ich würde es aber ehrlich gesagt gerne fangen, weil ich das Design cool finde, so ein bisschen. Das erinnert mich an die Kisten aus Dark Souls, die dich aufgefressen haben, wenn du die geöffnet hast. So als Falle. Ich bin gerade so ein bisschen dran. Deswegen würde ich das gerne fangen. Aber dafür muss ich dem Ding noch ein bisschen Schaden zufügen. Ruckzuck, Sieg! Boom! Junge, warum macht. Ist alles nicht sehr effektiv. Lebensschuss, scheiße. Ja. Die Höhle kenne ich noch. Ja, die kenne ich doch. Ich versuche einfach mal zu fangen. Kann doch nicht schaden, ne? Ich meine. Ist ja schon ein bisschen geschwächt, würde ich gerade sagen. Vergeltung, ich hab doch alles gemacht gerade! Oh mein Gott, Gaunux ist weg. Scheiße. Nächstes Pokémon ruft, ja? Ich will einfach Kleo rein. Ich darf's nicht umbringen. Wirf einfach mal Glut. Jetzt dürfte es ja easy überleben. Hieße, ist ja nur Glut. Sehr effektiv. Metall-Sound. Ja, klingt wie Zapfhufer, ne? Ist auch aus Metall. Na, nochmal noch Glut und dann fang ich's. Lohnt sich eine Switch? Finde ich schon, ja. Also, die ersten zwei Jahre der Switch waren scheiße. Da hast du nur Zelda gehabt und das war's gefühlt so. Aber mittlerweile, du hast
Zelda Breath of the Wild auf der Switch. Du hast das andere Zelda mittlerweile auf der Switch. Ja, wer es hieß. Dann hast du Luigi's Mansion 3, dann hast du Mario's Odyssey, dann hast du Mario Maker 2, dann hast du andere Mario von damals für die Wii U auch noch. Dann hast du noch das Pokémon hier vor allen Dingen. Was? Digga, da passt du einmal nicht auf, das ist direkt dein Pokémon tot. Ich muss auf jeden Fall gleich wieder zum Pokémon Center. Scheiße. Pam Pam! Pam Pam! Pam Pam ist einfach so ein süßes Pokémon, ne? Jetzt schnappt dieses Scheißding. Komm schon. Junge, als ob, was ist mit dem Pokémon? Geh jetzt rein in meinen scheiß Pokéball. Junge, dein Lebensschuss ist alles geil. Den will ich haben. Den brauche ich auf jeden Fall für die nächsten Arena leider. Easy. Rein da jetzt. Boah, willst du mich verarschen? Bruder, was ist mit dir? Geh da jetzt rein. Vergeltung, Vergeltung für was, Digga? Ich versuche dich doch nur zu fangen. Nicht Angriff, Bruder. Haben wir zu oft A gedrückt. Ich finde Papa nett geil. Dann haben wir uns nichts zu sagen, Bruder. Dann haben wir uns einfach nichts zu sagen. Komm schon. Geh da jetzt rein. Guck mal, das geht halt instant wieder raus. Wenn der Pampam jetzt noch fertig macht, dann scheiß drauf. Ich werde jetzt einfach noch einmal versuchen, das Ding einzufangen. Ich versteh's nicht. Es bleibt ja keine 2 Sekunden da drinne. So, mein letzter Pokémon. Da habe ich nur noch 15, dann habe ich keinen Bock mehr. Ja? Ja? Hm? Irre. Endlich. Hat er nur vier Superbälle gebraucht? Nee. Oh Gott. Alter, dieses Pokémon macht mich fertig. Nö. Das hätte ich gerne in mein Team tatsächlich, weil das könnte man richtig gut nehmen. Was hau ich weg? Ich glaube, Ganox muss ich weghauen. Ich denke mal, das ist die letzte Form von dem Pokémon. Ich glaube, das entwickelt sich nicht weiter. Also machen wir mal Austausch, ja. Ich meine, ich kann Gaunus ja jederzeit immer noch wieder runternehmen vom Ding, ne? Und dann würde ich das Pokémon auch ehrlich gesagt direkt trainieren, ne? Ach, ist schon direkt ganz oben, cool. Ich muss jetzt nur mal zurück zum Pokémon-Center, weil meine ganzen Pokémon halt tot sind. Das Kämpfen macht sich da jetzt nicht so geil. Huch. Jetzt habe ich schon mal so ein vernünftiges Pokémon gefahren. Mal gucken, wie stark das jetzt vor allen Dingen ist. Ich habe das Ding ja noch nie gesehen, so wirklich. Hat das Ding überhaupt eine Weiterentwicklung? Und ja, wie sieht die aus? Ich meine, das Pokémon ist eigentlich nichts weiter als eine Venus-Fliegenfalle mit einem Pokéball im Mund. Naja, mal gucken. So. Ich müsste mir bald mal wieder neue Kleidung kaufen, ne? So ein bisschen. Wissen was ändern, aber im Aussehen könnte ich schon mal wieder. Aber naja, wir machen erstmal noch den dritten Arena-Leiter. Vielleicht nicht heute. Ich glaube, heute werde ich den wirklich nicht mehr schaffen. Aber morgen dann wahrscheinlich. Ich habe ja jetzt 2 Wochen Urlaub, also da werde ich es auf jeden Fall hinkriegen. Oh, das Ding, Mann, Abflug. So, gehen wir mal direkt in den. Ach guck, das ist wieder so ein Ding. Na komm her. Ja, was auch immer. Arbeiter Martin, der mal wieder nicht arbeiten muss. Warum heißt der Arbeiter Martin, wenn er nicht arbeiten muss? What the fuck? Ist das die Weiterentwicklung von dem anderen Pokémon, was ich da gefangen habe? Ich will's gucken, aus 2 Wochen jeden Tag streamen, höchstwahrscheinlich, ja. Höchstwahrscheinlich, ja. Heute habe ich den Stream nur so spät angemacht, weil ich noch ein paar Sachen davor zu erledigen hatte. Alles klar, Digga, One-Shot. Aber ich werde wahrscheinlich morgen dann immer so ungefähr gegen 11 Uhr oder 12 Uhr spätestens on gehen. Oh, alles klar, 4 Level-Ups, Ehre. Dann werde ich so jeden Tag mal wieder so streamen, ne? Hab ich Bock drauf. Ein bisschen Pokémon durchsuchten, ich will langsam mal durchkommen. Bin gefühlt der Einzige, der das Spiel noch nicht durch hat. Ich hab ja heute meine ersten beiden Arena-Orden gemacht. Ich hänge ein bisschen da. Oh jawohl, die entwickelt sich. Da bin ich gespannt drauf. Oh, wie geil! Oh, das sieht geil aus. Oh, sieht das Pokémon geil aus. Oh, sieht das süß aus.
Oh, ist das süß. Belektro-Gott, der Name gefällt mir aber nicht. Belektro-Gott. Ja, das Pokémon ist süß. Das Pokémon, ja, ist süß. Mag ich. Hat sich gelohnt, das Pokémon zu fangen und zu trainieren. Hat sich mega gelohnt. 3 Finsterbälle. Ein mysteriöser Ball, geeignet für Einsätze in der Nacht oder in dunklen Orten. Okay. Das sieht jetzt für alles verschiedene Pokébälle. Kommst du damit raus aus dem Wasser? Ich hab ne Angel? Ich hab die ganze Zeit über schon eine Angel? Das Spiel sagt mir das einfach nicht. Willst du dich verarschen, Spiel? Ich hab die ganze Zeit schon Wasser-Pokémon fangen können. Meere oder was auch immer. Soll ich mit dem Pokémon jetzt kämpfen? Tiefschlag. Oh. Amnesie. Wer bin ich? Wer bin ich? Kampf. Machen wir mal Lehmschuss. Setzt Erholung ein. Hey, der Kampf hat gerade erst begonnen. Warum willst du Erholung? Hä? Erstmal angekotzt. Lehmschuss. Das Pokémon kotzt wie ein Student. Aber das Pokémon ist echt verdammt stark hier. Also, kannst du nichts sagen. Guck mal, da liegt es schon wieder. Und da liegt es auch schon wieder. Oh, guck mal, die hat Angst hier unten. Oh, sie hat Angst. Ich habe keine Lust mehr auf Arbeit. Also, lass uns kämpfen. Da zeige ich dir mal meine Muskeln. Hä? Bitte? Naja. Pokémon Schwert Schild war eigentlich, für den 3DS. Weißt du das? War eigentlich für den 3DS, meinst du? Ja, ja. Das habe ich tatsächlich mal gehört, dass es für den 3DS war und dann wurde es umgestellt auf die andere Konsole. Deswegen soll es auch performance-technisch nicht so gut sein, von dem, was ich gehört habe. Aber es gefällt mir trotzdem. Ich meine, schau es dir an, das sieht auch gut aus, oder nicht? Also ich finde das gar nicht mal so schlimm. Ich meine, man müsste vielleicht noch ein bisschen optimieren. Also müsste man auf jeden Fall noch optimieren, aber trotzdem wäre ich damit zufrieden. Ich habe kein Problem mit. Ich meine, du weißt jetzt, dass es für die von 3DS entwickelt wurde. Stell dir mal vor, die machen jetzt wirklich ein richtig neues, komplett neu. Sagen wir in 2 Jahren, vielleicht 3 Jahre, kommt ein neuer Pokémon-Teil raus. Exklusiv für die Switch, natürlich richtig gut gemacht dann. Und dann, oh, ich wäre echt richtig Bock drauf. Ganz viele neue Pokémon, ganz viele neue Mechaniken. Da hätte ich schon richtig Bock drauf, ganz ehrlich. So, da habe ich die alte auch platt gemacht. Ah, hier hinten haben wir noch ein Pokémon. Mal gucken, was hier rauskommt. Ist da hinten? Ah, nee, das ist. Ach, das ist. Nee, das ist kein Labras. Ach, das ist die Weiterentwicklung von diesem Schnecken-Pokémon, was ich habe, glaube ich. Ah. Komm raus. Oh, schwer das Ding. Oh, ich hab keinen Bock auf das Ding. Nee, da fliehe ich einfach. Da hab ich keinen Bock drauf. Oh, hey, ich bin geflohen. Ich bin von einem Pokémon weggerannt, ich bin von einem Fisch weggerannt, der auf dem Land war. Und ich hab's geschafft. Cool, Ehre. Aha, nicht getroffen. Griffklaue, okay. Hä? Für eine Sekunde hat es mich wieder gehabt. Für eine Sekunde dachte ich gerade, oh, shit. Die beiden Pokémon gucken sich an. Ja, Flucht. Flucht gescheitert, wiss? Junge, das ist zweimal dasselbe Pokémon, was soll ich denn da jetzt machen? Oh Leute, guckt euch mal den Rücken an von dem Pokémon, das ist ja auch wie so ein Geist, mir jetzt gerade erst aufgefallen. Seht ihr das? Diese traurigen weißen Augen, dieser riesige grüne Mund? What the fuck? Oh Gott, die schon wieder. Oh. Ey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an Arena-Challenge teil, stimmt's? Manometer. Ein echter Arena-Challenger, der schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Stefan Ockhoff? Was machst du denn hier? Ist das dein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit dem da. Yeah. Mach Platz überhaupt, den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz.
Nur schade, dass er nicht lustig war. Check den Kopf, hä? Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubern. Ein guter Kampf sofort. Ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen. Bist du bereit? Ich bin bereit, aber ich will nicht mit dir kämpfen. Ich will alleine kämpfen mit meinen beiden Pokémon. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssen wir es euch eben zeigen. Keine Ahnung. Ich habe einfach weggeklickt. Huch. Da passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei Arena Challenge zugeht. Okay. Was tun diese Knirscher sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Okay. Die haben wahrscheinlich nicht mal einen besiegt bekommen. Die beiden mit 40er mit ihren Vuvuzelas gegen uns. Yay. Oh, cool. Kampf, Nebenschuss auf, genau. Gaunux müsste One-Hit sein. Coole Augen. Oh, wie süß. Krasse Attacke, Bruder. Krasse Attacke. Fuck. Was das denn? Aluhu muss weg. War denn Absicht? Ja, hau rein. Achso, jetzt kommt meine Attacke. Jetzt wollte ich gerade sagen. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Hä, das lebt noch? Hä? Das Ding hat noch mit Lebensschuss meinen Gaunux fast komplett weggeballert. Warum? Hä? Warum ist das hier nicht? Ach, keine Ahnung. Vergeltung nehmen wir einfach mal. Ja. Nachthieb. Patz. Lol. Bruder, dein Volley, was ist da los? Ich trage gar nichts. Doppelkick. Patz. Patz. Oh, okay. Jetzt greife ich das andere an. Okay. So, jetzt bin ich dran, ne? Vergeltung! Patz! Jesus, okay. Kleoparda? Alles klar, Bruder. Warum bin ich eigentlich immer der Letzte, so was Angriff angeht? Oh, dann wollte ich es hinüber. Haha. Meine Pokémon sind viel stärker als deine. Einfach viel stärker. Setz Vergeltung ein, ja, Vergeltung von meinem Kumpel. Junge, ist die Attacke stark. Die macht ja alles halbtot so gefühlt. Ja, jetzt kommt ein Vogel, ich verstehe schon. Was ist eigentlich, wenn ich gar nichts mache und einfach das Pokémon von meinem Teamkollegen drauf geht? Na, guck mal, die greifen alle nur sein Pokémon an, nicht unbedingt mein Pokémon. Ich meine nur, passiert dann irgendwas? Nur kann er mal aufhören mit der Attacke? Die bringt nichts. Piekser, oh nein. Digga, das ist so drauf, ne? Du kriegst nicht mal dieses eine Pokémon tot, was ich schon die ganze Zeit One-Hitter so gefühlt. Ich meine, ich hab das Ding so runtergekloppt, ne? Und er kriegt das einfach nicht weg. Das hat nur noch der eine Typ noch ein anderes Pokémon. Oh! Mein Flunschik hat sich entwickelt. Ach guck mal, der kann nicht mal sein anderes Pokémon jetzt in den Kampf rufen. Der muss warten, bis das andere auf weg ist. Ach scheiße. Ich hab glaube ich gerade jetzt nichts geklickt. Furienschlag. Na endlich macht das weg. Na endlich. Es wurde besiegt. Na endlich. Na wird auch Zeit, verdammt nochmal. Jetzt Vergeltung ein. Ja. Ist ja nichts zum Angreifen. Und pam pam. Ein Pam-Pam! Ein kleines Pam-Pam! Auf Pam-Pam! Pflücke! Spatz! Alles klar, Digga! War ja mal so Schaden, ich verstehe schon. Aua! Aua! Junge, chill doch! Ist doch frech. Dreimal frech. Ist einfach nur frech. Vergeltung! Als ob du noch lebst! Als ob du noch lebst. Oder einmal nach... Gott, ist so dunkel in meiner Wohnung, ne? Ich müsste mal Lichter machen bei mir. Es wird momentan so schnell dunkel, dass ich da Wahnsinn. Easy win. Easy win. Ich muss kurz was auf WhatsApp schreiben. Ja. Okay. Okay, okay.
Easy. Ja, ja, ihr habt verloren in Mitte 40er hier. Schöne. Geht mal aus den Augen. Jetzt check ich das erst. Dieser Kirchen ist der kleine Bruder des Gems. Seufzt. Hätte ich nur auch so einen tollen großen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht Team Michael so schnell keiner was vor, ja? Ab durch die Mitte! Wegsitze. Du bist einsame Spitze, Stefan. Aber kein Wunder. Du bist ja auch mein Rivale. Aber von Kabu fehlt immer nur noch jede Spur. Wo steckt dieser Typ bloß? Da hilft nichts. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn tiefer in der Mine. Alles klar. Lol, das ist das große Pokémon. Da gibt es schon die Weiterentwicklung hier als Gegner, als Kämpfding. Okay. Ich kenne Bock, in diesem Pokémon zu kämpfen. Oh, da leuchtet was Gold. Oder sieht es nur so aus? Da sieht es aus, als ob da was Starkes drin ist. Sieht ihr das goldene Leuchten um den Pokémon herum?